So, endlich ist es soweit. Er ist da. Der ADJ Pro Event Table 2 ist heute gekommen. Sah erst so aus, als würde er gar nicht kommen. Bei UPS, ne? Dann wollen wir mal gucken. Das hat geklappt hier, oder was? Das ist wirklich zu viel. Jetzt mal im Reichen. Dankeschön. Du hast alles frei geworden, ne? Ja. Was ist das? Jägermeister? Nein. Das gucken wir uns gleich an. Und. Boah, Alter, was? Alter Schwede. Die sehen im Internet viel kleiner Ich aus. wollte gerade sagen, das sah aus, als hätte so 4x4 Schild durch, Alter. Halt, halt's mal vor deinem Gesicht so, als dass man es vergleichen Als kann. Vergleich? Ja, hier, bitteschön. Tschüss, der Quinny. Alter, das sieht im Internet echt wesentlich kleiner aus. Was gleich das Holz müsste das Ja, das sein. kannst du bedrucken lassen, sowas, wenn du das machen willst zunächst. Alter, Vater. Nochmal da. Ah, das könnte das sein, was ich denke, dass es ist, die Tischplatte. Du sagtest ja, der ist klein. Sag ich das? Mhm. Wann sag ich das denn? Oft genug. Da machen wir dann den Timelapse von das Aufbauen. Das ist ja easy, das ist ja genauso easy wie der iBeam. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir doch gleich mal die Timelapse. Ja, gleich gibt es eine Timelapse vom Zusammenbau. Also, wir sehen uns. Easy aufzubauen, muss ich sagen, ganz easy. Und vor allem sehr stabil das Ganze. Schauen wir mal die Eckenteile da machen, wie das ausschaut. Die gibt es übrigens nicht im Lieferumfang dabei. Nein, die muss man extra kaufen. Schick. Schön, dass du jetzt die ganzen Leute geairrapt hast. Das macht nichts. Ja doch, es ist alle, da. Alle wach. Überall hast du jetzt Fettfinger drauf. Das bleibt nicht aus. Sieht schon geil aus, das Ding. Ja, und jetzt? Was jetzt kommt? Warte mal. Ich glaube, wir müssen erstmal die Husse drauf machen. Was ist da drin? Eine Husse. Echt? Eine Husse? Echt? Nein, ich habe ja eine Million drin. Mal da, von ADJ. Ist nicht gesponsert. Nein, ist nicht gesponsert. Schön wär's. Man muss es ja sagen. Hier, Geld. Nur gucken. Nicht anfassen. Ich weiß es eigentlich nicht.
Muss erst die dran machen? Nein, erst muss die Hose drüber, ne? Ich weiß es nicht. Beleuchtet. Was wir da vorne noch machen, kommt noch irgendwie irgendwann. Müssen wir noch gucken. Genau. So, jetzt kommt das Schöne noch. Jetzt machen wir den Eiben dran. Wir komplettieren den Tisch jetzt erstmal komplett. Ja, also bis gleich. Nicht verstanden. Hä? Oh, ich bin doch kein Verkäufer, du Achtung. Nein. Geh dich verbuddeln, Alter, ehrlich. Ja, also erzähl mal, was einzeln ist und was extra gibt. Ohne Döner? Döner 1 Euro? Ja? Nee. Nein, einzeln gibt es zu kaufen den Ivy. Den hier extra für ca. 179 Euro. Plus minus. Runabout. Und hier die RDJ. Wie heißen die jetzt? Eckdinger, keine Ahnung. Die sind äußerst günstig. Ich glaube, die haben 29 Euro gekostet, beide zusammen. Also die gibt es extra und die Ivy gibt es extra und natürlich hier die Husse. Die gibt es auch noch in Schwarz, die holen wir noch. Wir haben momentan die Weiße. Die liegt ungefähr bei 51 Euro pro circa. Ja, also alles in allem hat man dann für, ich sag mal so gute 500 Euro, einen richtig nicen DJ-Tisch. Nicht unbedingt 300, 400. Komm, 300 kostet der Tisch alleine. Ja, 450. Ist auch wieder bei 500. Nein. Du machst es komplizierter als es überhaupt. Nein, mach ich nicht. So, wir werden jetzt gleich mal ein paar Lappen dranhängen und dann mal ein paar Bilder machen, auch für Insta. Dann könnt ihr euch das ganze Ding mal richtig angucken. Also, sneak. So, wir haben jetzt mal hier so ein kleines Bühnenbild gezaubert mit dem ADJ-Tisch.
zwei Mumien jetzt dran und unsere vier Lampen. Erstmal so fürs Schaubild. Alles mal auf automatisch gestellt, so ein bisschen, weil es so ausrastet. Hier kommt natürlich noch der Magma-Dingens hin, dann kommt der Controller ungefähr auf diese Höhe. Super Arbeitshöhe. Dahinter haben wir eine LED-Bar versteckt erstmal, damit man mich sieht. Sieht doch nicht schlecht aus, das können wir auch bei der Party so machen. Ja, dann machen wir das. Weil du musst ja auch beleuchtet werden. Ja, natürlich. Die Leute müssen ja sehen, ne? Richtig. Passt doch gut hier hin. Ich muss nur kurz gucken. Passt doch gut hier hin. Ja. Kannst du auch Wunschsteuern in eine Box für bei der Party. Sieht man nicht, wenn man weiß. Was wir noch kriegen, sind 8 sogenannte Washer-Moving Heads. Die kommen dann nach oben. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen. Die kommen wahrscheinlich dann überall dort. Ich schätze mal, dass die in ein, zwei Wochen oder so kommen, denke ich mal. Dann können wir mal weiter gucken. Solange wir mal das Bühnenbild erstmal so stehen. Dann gibt es auch wieder ein Unboxing und dann natürlich Review. Ja, so wie bei den ganzen Lichtern immer. Wie gewohnt von uns, wie immer. Ich habe alles reviewt von uns hier, also von daher. Weil sowas gibt es bei uns normalerweise nicht, außer jetzt für die Demo. Das ist nur Demo. Sound to Light? Yes. Nee. Nope. Das haben wir auch mal jetzt auf der Silvesterparty ausprobiert. Ich kriege da einen Krampf bei. Wer auf sowas steht, der ist irgendwie, weiß ich nicht, faul oder so oder verfault oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das Man kann es mal nutzen, aber nee. Ja, nee. Naja, im Großen und Ganzen, das ist mal soweit das Update. Ihr könnt uns ja mal sagen in den Kommentaren, ob das Bühnenbild mit der Trasse euch besser gefällt oder demnächst das Bühnenbild mit dem ADJ-Tisch euch besser gefällt. Lasst einfach mal einen Kommi da. Ich bin gespannt. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.